Servus Leute, zu einem mal etwas anderen Video auf diesem Kanal. Heute werde ich euch mal zeigen, wie man mit dem Stronghold Crusader AIV Editor umgeht. Es hat sich ein Zuschauer von mir das gewünscht und deswegen habe ich mir gedacht, ja, mache ich mal ein kleines Tutorial. Ich habe hier schon mal damit ein paar Burgen erstellt. Und genau. Zuerst mal, wie man sich das Programm, den AIV-Editor, runterlädt, das erkläre ich mal nicht. Aber der YouTuber Tata hat da mal ein Video gemacht, was sehr verständlich ist. Das kann ich nur so weiterempfehlen. Aber darum soll es mal heute nicht gehen. Genau, wie ich vorgehe, wenn ich eine Burg zu einer KI machen will. Ich schaue mir meistens erst die Vanilla-Burg an und basierend darauf nehme ich dann Änderungen vor, sei es am Design, sei es an der Wirtschaft. Genau. Und zwar, um die Vanilla-Burg in euren AIV-Editor reinzuladen, müsst ihr erstmal den Dateipfad öffnen von Stronghold Crusader. Das ist bei mir in der Festplatte unter Steam. Steam Apps, Common, Stronghold Crusader Extreme und dann im AIV-Editor. Wir haben ja gesagt, wir machen das mit einem Marscher mal zur Verdeutlichung. Ja, dann nehme ich mir mal da einfach mal die erste Burg vom Marscher, kopiere sie mir und füge sie dann beim AIV-Editor unter Villages ein. So. Genau. Und um das Programm zu starten, benutzt man einfach die Datei, wo einfach Village heißt. Doppelklick drauf machen. Genau, und das ist jetzt das Menü. Hier hat man einmal die Option, eine neue Burg zu designen, eine zu laden, was wir jetzt gleich machen werden, und einfach das Spiel zu beenden. Genau, aber wir wollen uns ja erstmal als Beispiel die Vanilla-Burg anschauen. Jetzt muss ich mal schauen, wo das ist. Hier, Marschall 1. Und dann geht man auf Load. So, und das ist jetzt quasi die erste Burg vom Marschall aus der Vogelperspektive. So, und erstmal zur Steuerung. Also, um die Zoom-Stufe zu verändern, gibt es hier oben rechts bei Zoom einmal mal 3, mal 1, ist halt ganz nah, mal 2 und mal 3, genau. Und hier ist noch ein Feld, wo jetzt 107 drin steht. Das bedeutet, wie viele Bauschritte die Burg benötigt, bis sie fertiggestellt hat. Also zum Beispiel, wenn ich ein Haus setze, seht ihr, da steht nicht mehr 107, sondern 108, weil ein weiteres Gebäude dazugekommen ist. Also ein Bauschritt beschreibt quasi, wenn ein Gebäude gesetzt wurde, ein Mauernabschnitt, ein Burggraben gezogen wurde und so weiter. Genau, da gibt es hier noch ein paar Regler. Mit dem ganz linken Regler kann man zum Anfang kommen, zum Regler, zu der Klammer auf, sage ich mal, kann man immer einen Schritt nach hinten spulen. Mit der Klammer zu, logischerweise nach vorne. Und mit dem ganz rechten Symbol kommt man bis zum Ende. So. Dann gibt es hier noch eine Funktion, wie man Pausen zwischen Gebäuden einfügen kann. Das ist jetzt für den Anfang nicht so wichtig. Wichtiger sind jetzt erstmal diese Reiter hier. Nämlich gibt es hier einmal den Reiter Delete. Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Damit kann man Gebäude löschen. Sei es im Point-Fill, dass man nur einzelne Punkte quasi rauslöscht, oder Flut-Fill, würde man jetzt hier den kompletten Burggraben löschen. So, bei daneben haben wir Walls, also Mauern. Gibt es dann solche Sachen wie, dass man Mauern ziehen kann. Das macht man übrigens mit gedrückter Maustaste. Dann hätte ich eine große Mauer. Dann gibt es noch Low Wall, das wäre halt eine kleine Mauer. Und man sieht auch, die sind farblich dann auch unterschiedlich. High Trendel, ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht, ist auf jeden Fall eine hohe Zinne.
Und Load dann natürlich eine kleine Zinne. Stairs sind die Treppen. Genau, dann bei Castles, also bei Burgen, sind dann alle Türme aufgelistet. Genau, also Tower 1 ist der arabische Turm, dieser kleine hohe Turm. Tower 2 ist der kleine europäische Turm. Tower 3 ist der mittlere europäische Turm. Tower 4 ist der große europäische Turm. Und Tower 5 ist der große arabische Turm, der große Rundturm. Dann gibt es dann noch den Oilsmelter, also den Ölschmelzer. Dogcage wäre ein Hundekäfig. Killing Pit wäre ein Mörderloch. Der Keep ist im Prinzip der Bergfried. Mercenary Post wäre das Ausbildungslager für arabische Einheiten. Genau, dann Gatehouses. Wird es da einmal die Klein geben, also Small, East-West und Small North-South. Und dass die Himmelsrichtung steht quasi nicht dafür, wo sich der Eingang befindet, sondern wo sich die Wände befinden. Also Small East West wird dann quasi heißen, es hat auf der östlichen Seite und auf der westlichen Seite die Wand. Und von Norden nach Süden kann man quasi durchgehen. Wäre das ein Tor Small North South, wäre hier der Durchgang, also horizontal. Und es verhält sich bei den großen auch so. Drawbridge ist eine Zugbrücke. Genau, dann Weapon und Troops, das sind die Werkzeugmacher, also das heißt Werkzeugmacher, Waffenmacher. Da gibt es einmal den Poleturner, das ist der Lanzenmacher, der Fletcher ist der Bogenmacher, der Blacksmith ist der Schmied, also der Schwertschmied, Tanner ist der Gerber, der Armorer ist der Rüstungsmacher. Barracks, das ist das Ausbildungslager für europäische Einheiten. Armory ist die Waffenkammer. Engineers Guild ist die. Ach, wie heißt es jetzt nochmal auf Deutsch? Genau, die Baumeistergilde. Tunnelers Guild ist die Tunnlergilde. Und Stables sind die Ställe. Genau, dann gibt es noch bei der Industry. Paar, ja, die Industrie ist eigentlich quasi die so Außenwirtschaftsgebäude, sage ich mal, grundlegend. Da gibt es einmal Stockpile, das wäre das Lager. Also wenn man eine neue Burg erstellt, dann ist ja ein Lager immer standardmäßig da. Und mit den Stockpiles werden dann weitere hinzugefügt. Woodcutter wären Holzfäller, Quarry wären Steinbrüche, Oxtäffer wäre ja, Ochsen-Dingens, wo die Steine abtransportiert. Iron Mine ist die Eisenmine, Pitchrick ist na, der Pech, wo Pech farmt. Mir fallen die deutschen Begriffe manchmal nicht ein, Entschuldigung dafür. Und Trading Post wäre der Marktplatz. Aber das sind jetzt alle nicht so, also abgesehen vom Stockpile und vom Trading Post sind nicht alle relevant, denn sowas wie Steinbruch und Holzfäller, das macht die KI ja sowieso. Das hat nichts mit der AIV-Datei an sich zu tun. Das kommt auch bei keiner AIV vor, dass das gemacht wird. Bloß beim Kalifen kommt es vor, dass er ein paar Holzfäller noch in seiner AIV-Burg noch drin hat. Aber normalerweise kann man das vernachlässigen. Dann bei Misk, das wären quasi alle Einheiten, was man platzieren kann. Hier gibt es einmal die Funktion, die Einheiten zu löschen. Und sowas wie MGL, das wäre quasi eine Mange. TRE wäre weiß ich jetzt nicht, das wäre ein Tribok, meine ich. Auf jeden Fall, ich weiß jetzt alle aus dem Kopf auch nicht raus. Bow wäre zum Beispiel der europäische Bogenschütze. KGD wäre der Knight, also der europäische Schwertkämpfer. S-Bow,
SBW wäre der arabische Bogenschütze. Genau, BRZ sind die Leute mit dem griechischen Feuer, die Feuerwerfer. Halt, nee, nee, GRE wäre das. BRZ sind die Kohlepfannen. Genau. ASS wäre die Assassinen, die Meuchelmörder. Genau. Und stimmt, KGD waren Ritter, keine Schwertkämpfer. Das waren, glaube ich, die SWDs. Genau. PIK sind Pikiniere, XBW sind Bogenschützen. Bogenschütze, Armbrustschützen. Dann gibt es noch so Ölwerfer und so. Genau. Aber das sieht man auch hier in den Vanillaburgen, dass da auch schon die Einheiten angegeben sind. Und es wird jetzt nicht zum Beispiel funktionieren, dass ich sagen würde, ich möchte jetzt, dass der Marschall zusätzlich zu seinen ja, zu seiner Verteidigung mit den europäischen Bogenschützen noch die arabischen Bogenschützen als Verteidigung. Ja gut, das geht sowieso nicht, weil der ja, weil der Marschall ja keine arabischen Einheiten ausbildet. Aber es wird auch nicht gehen, dass er zum Beispiel ja, Armbrustschützen noch hinstellt. Das geht nicht. Das ist einfach so programmiert, dass das nicht funktioniert. Oder zum Beispiel bei der Schlange, die baut ja arabische Bogenschützen, aber sie kann sie trotzdem nicht zur Verteidigung gezielt einsetzen. Genau. Genau, um die zu platzieren, einfach die jeweilige Einheit anklicken und dann irgendwo platzieren. Vorzugsweise natürlich auf Türme. Und es ist so, dass man maximal pro Einheit 10 ja, Einheiten baut, wobei man hier auch sagen muss, pro gesetzter Punkt spawnt nicht immer nur eine Einheit. Das ist von KI zu KI unterschiedlich. Ich glaube, bei der Schlange ist es so, dass die wahrscheinlich 5, 6, 7 Bogenschützen bei nur einem Punkt spawnen lässt quasi. Genau, und bei anderen ist es halt weniger, bei anderen mehr. Genau, ja, wie gesagt, mit Delete kann man die dann dementsprechend löschen. Genau, so viel zu den Einheiten. Dann Modes und Pitch wären quasi Burggräben und Pech. Da gibt es auch nochmal die Einteilung. Möchte ich meinen Burggraben einfach nur ein Pixel groß machen, quasi 2, 3 oder 4, je nachdem. Man kann aber natürlich auch das so machen, dass man ja, mit einem 1er Pixel 4 große Burggräben macht. Genau, Pitch wären dann die Pechgräben. Was haben wir noch? Food. Food ist auch recht wichtig. Da gibt es einmal Granary, das wäre die der Kornspeicher. Apple Farm. Also die Apfelfarm und der Rest davon ist nicht wichtig, die werden nie platziert. Windmill, ja die Windmühle, Bakery, die Bäckerei, dann noch die Brauerei und das Wirtshaus. So, dann gibt es noch den Reiter Town, also Stadt. Gibt es dann Häuser, Kapellen, Kirchen, Kathedralen, Heiler. Brunnen und große Brunnen. Und dann kommen wir zu gutem Zeug. Also quasi die Beliebtheit steigen, den Angstfaktor beeinflussen, gäbe es da sämtliche Auswahlmöglichkeiten. Und das gibt es natürlich auch beim schlechten Zeug, also beim negativ für den negativen Angstfaktor. Genau. So viel erstmal zu der Bedienung. Und jetzt verlasse ich nochmal diese Burg, weil ich jetzt was dann verändert habe. Und gehe nochmal rein. Und wie ich jetzt immer am Anfang vorgehe, ich gehe erst zurück, ganz zum Anfang. Und schaue mir erstmal, in welcher Reihenfolge die KI was platziert hat. Also hier können wir ja einen Schritt weiter vorgehen. Da sehen wir zum Beispiel, der Marshall hat
als erstes einen Kornspeicher platziert. Dann hat er einen Marktplatz platziert. Das sieht man übrigens hier oben in dem Fenster. Wenn ich jetzt drüber fahre, seht ihr, dass da oben was erscheint. Genau. Dann hat er Lager gemacht, zwei Stück. Dann hat er ganz viele Häuser gebaut, sechs für den Anfang. Bei den Häusern ist es so, auch wenn man die in dieser Reihenfolge angegeben hat, wird die KI nicht alle Häuser auf einmal platzieren. Das wäre auch ziemlich blöd, weil die KI für den Anfang ihr Holz eher für Wirtschaftsgebäude ausgeben soll. Und die KI baut quasi nur so viele Häuser, wie sie auch Arbeiter braucht. Das heißt, wenn die KI merkt, okay, ich habe jetzt keine Arbeiter mehr oder nur noch wenig, weil mein Gebäude, also mein Limit erreicht ist, dann baut die erst es nach, auch wenn die schon am Anfang platziert wurden, die Häuser. Genau. Aber es ist trotzdem empfehlenswert, die Häuser gleich zum Anfang zu bauen. Und es ist allgemein empfehlenswert, das ungefähr wie die KI auch zu handhaben. Also, dass man zum Beispiel na sag schon, den Kornspeicher zu Anfang baut und den Marktplatz und auch die Lager. Genau. Dann sehen wir, hat einen Fletcher gebaut, also einen Bogenmacher. Dann noch einen. Dann einen Armorer, also den Rüstungsmacher, den Blacksmith. Das ist der Schwertschmied. Und dann die Armory, also die Waffenkammer. Genau, dann hat er die. Ich sag schon. Den Ausbildungsplatz gebaut. Und so weiter. Brauereien. Genau, dann auch noch ein Wirtshaus. Ställe. Und dann hat er angefangen, wenn er so quasi die Grundwaffenproduktion gebaut hat, hat er angefangen, erstmal Wälle zu ziehen und auch Torhäuser, beziehungsweise ein Torhaus und auch schon mal die Türme inklusive Treppen. Die Zinnen würde ich auch empfehlen, erst immer zu machen, wenn man relativ fertig ist mit seiner Burg, weil die Zinne ist ja was, das braucht man jetzt noch nicht unbedingt. Und die KI sollte eher darauf Wert legen, erstmal ihre Wirtschaft gut zum Laufen zu bringen. Genau. Also da ist er jetzt ziemlich fertig mit seiner Waffenproduktion. Ihm fehlen jetzt eigentlich nur noch ein paar Ställe, die guten Dinge und ein paar Brunnen. Genau, dann hat er seinen Burggraben gezogen. Und dann hat er angefangen mit den guten Dingen. Das sieht man hier oben. Genau. Dann hat er noch ein paar Ställe gemacht, ein paar Brauereien. Dann die Brunnen. Und dann noch zum Schluss ein paar Häuser. Genau. So viel dazu. Also ich gehe dann immer her und schaue mir das an, mache mir ein paar Notizen. Auch was ich jetzt anders machen würde, zum Beispiel in dem Fall würde ich hergehen und ein paar Brauereien wegnehmen, weil selbst mit positiven Angstfaktor bin ich mir ziemlich sicher, dass er keine sechs Brauereien braucht. Ich glaube, da würden vier schon ausreichen. Und dann gehe ich einfach her, gehe auf New Village und schaue mir dann, wie der Marshall vorgegangen ist und gehe dann auch so vor. Das heißt, ich fange jetzt auch erstmal an, einen Kornspeicher zu bauen. Genau. Was jetzt noch wichtig wäre, ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht eure Sachen zubaut. Also, dass ihr zum Beispiel da euren Kornspeicher baut und dann irgendwie sowas macht, dass ihr das unzugänglich macht. Sonst würde die KI hergehen und immer wieder das Gebäude, wo eingeschlossen ist und nicht zugänglich ist, abreißen und wieder neu aufbauen und sich so mit der Zeit kaputt machen. Also immer darauf achten, dass alle Gebäude zugänglich sind. Genau. So, dann den Trading Post. Ja, ich habe mir jetzt noch keinen Gedanken gemacht, wie ich
meine Gebäude platziere oder wie ich die Burg allgemein ausschauen lasse. Stockpile, hallo. Warum kann ich die nicht platzieren? Ach so, ich habe hier den Stockpile platziert. Ja, mein Fehler, da hätte der Trading Post hingehört. So. Das Stockpile natürlich immer am angrenzenden Stockpile also anschließen lassen. So. Und dann würde ich gleich mal die Häuser platzieren. Ja. Man kann natürlich auch hergehen und sagen, ja, ich platziere sie erstmal da unten irgendwo. Erstmal nur zur Darstellung, wie viel wir brauchen. Ich habe jetzt gesagt, wir brauchen 12, um richtig auf der sicheren Seite zu sein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So. Die werde ich dann später noch schöner platzieren. Aber ja, Häuser sind ja Sachen, die brauchen keinen Zugang, also keinen effektiven Zugang zum Lagerplatz. Das ist ja im Prinzip wurscht, wo die stehen. Sie sollten vielleicht ein bisschen geschützt sein, aber mehr brauchen die auch nicht. Und deswegen platziere ich die eigentlich lieber zum Schluss. Also nicht zum Schluss, aber ich gehe dann am Schluss, wenn ich mit dem Rest fertig bin, nochmal zurück und platziere die dann im Nachhinein da, wo es halt hinpasst. Werde ich aber dann gleich noch zeigen. So, dann habe ich mir aufgeschrieben, baut er zwei Bogenschützen. Genau, das können wir direkt da hinbauen. So. Ein Armorer. Wo bist du hier? So. Ein Blacksmith. So. Dann Armory, auch nicht zu vergessen. Baue ich mal, ja, baue ich mal hier hin. Wobei die Armory, würde ich sagen, ist es sogar noch sinnvoller vor den Produktionsgebäuden zu bauen. Dann kann nämlich die KI noch, wenn es ist, schnell Waffen kaufen, weil wenn der KI, wenn die erstmal die Produktionsstätten gebaut hat und dann irgendwie die Ressourcen ausgehen, dann können die zwar schon arbeiten, aber sie können halt ihre Waffen noch nicht abgeben und es wäre auch ziemlich blöd. Deswegen würde ich die nach den Häusern bauen und dann erst mit den Produktionsgebäuden anfangen. So, dann kommt der Ausbildungsplatz. Wo bist du hier? Ausbildungsplatz ist auch so eine Sache, die würde ich eigentlich auch eher zum Schluss machen. Ja, komm, ich hau den jetzt einfach mal dahin. Oder? Nee, ich mach den auch zum Schluss. So. Dann zweimal die Brauereien. Die wiederum sollten relativ nah am Lager sein. Ja, da sollte das auf jeden Fall passen. Ist noch relativ nah dran. Dann kommt der Inn. Inn ist auch eine Sache, die kann relativ weit weg stehen. Das heißt, ich platziere den auch erstmal da hinten. Dann kommen die Ställe. Na, da. So, Stall. Und dann hat er angefangen, die ersten Wälle zu bauen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das doch auch so. Ich baue das jetzt ziemlich unausgefallen, jetzt mal die Burg, aber das Ganze hier ja nur ein Tutorial ist. Ist es, denke ich, kein großes Drama? So, dann brauchen wir noch ein Torhaus. Da reicht ein kleines und wir brauchen eins East-West. So, machen wir da vielleicht mal ein bisschen
herausstehendes Torhaus. Ja, komm. So. Genau. Ist jetzt zwar nicht ansatzweise symmetrisch, wird auch so richtig scheiße aussehen, aber ist jetzt erstmal egal. Dann mache ich hier noch so zwei abstehende Türme hin. Castler. Der hat ja den Tower 3. Nutzt der Marschall. Genau. Sollte erstmal reichen mit den grundlegenden Mauern. Was haben wir dann? Die Baumeistergilde. Platziere ich auch erstmal irgendwo hier. Oh, so. Noch mehr Ställe. Und dann noch restliche Waffenproduktion. Also ein Fletcher. Ne, zwei Fletcher sogar. Ja, ich sehe schon, ich habe mich da ein bisschen vertan mit dem Platz. Ja gut, dann mache ich das erstmal hier weg. Dann mache ich stattdessen einen Armorer und einen Blacksmith. Dann hat er halt nur zwei statt vier Bogenmachern. Ist jetzt aber auch nicht so dramatisch. Genau, die Anordnung sollte passen. Dann ist halt ein Marschall, der weniger Produktionsstätten hat. Ob das so sinnvoll wäre, ist jetzt mal dahingestellt, aber ja. Zur Verdeutlichung denke ich, sollte es schon gehen. Dann noch mehr Ställe. Stall. Dann habe ich mir noch markiert, noch eine Brauerei. Können wir mal dahin hauen. Noch ein Wirtshaus. Dann hat er angefangen, seine restlichen Mauern zu ziehen, also seine Zinnen. So. Ja, und dann würde ich sagen, mache ich da noch einen kleinen Wall hin. Da zur Seite, wo dann noch Sachen wie die Baracken oder die Wirtshäuser drin stehen. Genau. Und da haue ich dann noch niedrige Zinnen dran. Auch innen mache ich das mal. So. Genau. Dann hat er angefangen mit dem Burgkram. Ja, das würde ich sagen, mache ich erstmal später. Ich weiß noch gar nicht, wo ich den hinsetzen will überhaupt. Oder wir können ja da so hergehen und mal sagen, dass wir es wie bei dem ersten, bei der Vanilla machen, dass wir quasi die guten Dinge von dem Burggraben umschließen. Das mache ich jetzt weniger, weil ich es quasi ausnutzen will, dass die Arbeiter nicht mehr dahin gehen sollen, sondern weil ich es einfach optisch schön finde. So. So. Da habe ich ein bisschen geschmiert. So. Dann
Hat er 13 mal gute Dinge gebaut? Okay. Good stuff. So ein Maibaum. Sieht nicht schlecht aus beim Marshall. Dann nehme ich ganz gern die Gärten. Muss man halt schauen, welche davon da reinpassen. Town. Genau, den mal da zweimal hin. Dann noch. Das sind, glaube ich, alles große Gärten. Kann man da noch zwei Statuen hinhauen? Vielleicht noch an den Ecken hier. Zwei Gärten. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Das heißt, wir brauchen noch 6. Machen wir da noch zwei Schreine hin. 2. Dann noch da zwei Schreine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das heißt, zwei noch. Ist da noch ein Maibaum hin? Ja, wunderbar. So. Nach dem Eingang noch einer. Und dann noch zwei Statuen zum Eingang. Wenn es jetzt statt 13, 14 sind, sollte auch kein Problem sein. Der Marschall wird dann nur so viel bauen, wie er auch wirklich benötigt. Der baut also nichts extra, sondern wirklich nur so viel, bis er den maximalen Angstfaktor-Bonus erreicht hat. Dann hat er noch drei Ställe gebaut. Na. Da. Dos Stress. Dann eine weite Brauerei. So, die können wir da noch reinhauen. Und ein Wirtshaus noch. Und dann noch zwei Brunnen. Ich mal sagen, mache ich ein hierhin und einen noch vor dem Torhaus, der dann quasi den Außenbereich bisschen schützt. So, dann müssen wir noch das ganze Zeug hier irgendwo unterbringen. Ja, ich würde erstmal sagen, ich schau mal, wo ich die Baracken unterkrieg. So, da wäre das gebaut worden. Das heißt, ich lösche das jetzt. Gehe nochmal eins zurück, weil er sonst noch eine Brauerei gebaut hätte. Und jetzt sind wir quasi wieder an der Stelle, wo sich die Baracken hingehören. Die sind halt so riesig. Ich überlege halt, vielleicht wäre es doch gescheiter, die dann tatsächlich draußen hinzubauen. Ja. Ich platziere die mal einfach da. Dann würde er den das Wirtshaus bauen. Wo hauen wir das rein? Ja, komm. Dann würde ich sagen, die Wirtshäuser können auch drin bleiben. So. Dann hat er die Welle gezogen. Und dann hat er die Engineers Guild gebaut. So. Die bauen wir da rein. Reinpassen wird ja auf jeden Fall. So ist es ja nicht. Ah, nee. Ich baue sie lieber hier rein. So. Genau. Dann die Stelle will ich auch eher am Schluss lieber machen. Da hat er noch einen Brunnen gemacht. So. Den hauen wir auch noch gleich hin. Dann kriegen wir sogar ganz knapp alle drei
Habe ich vorhin Brunnen gesagt? Ich meine natürlich die Wirtshäuser. Alle drei Wirtshäuser da rein. Genau. Dann hat er seine Zinn gezogen. Und die Kleinwelle. Burggraben. Ja. Und der Rest ist, glaube ich, Stelle. Wobei, nee, ein Wirtshaus kommt hier noch. So. Zack. Da, letztes Wirtshaus. Und jetzt gehe ich nochmal ganz zurück und jetzt schaue ich, dass ich die Stelle unterkriege. So, da würde es gebaut werden. Das baue ich mal hier hin. Selbst bei den Stellen, das ist auch noch wichtig, selbst die sollten nicht eingeschlossen werden in Gebäuden. Weil auch, obwohl die Ställe ja keinen Zugangsweg brauchen an sich, würde die KI das abreißen. Zumindest im Normalfall. Im Patch wäre das dann wieder anders, wenn man das aktiviert hat. Aber ohne Patch würde die KI den Stall immer wieder abreißen und neu bauen. Und so würde die KI auf Dauer pleite gehen. Ich glaube, das ist auch bei irgendeiner Vanillaburg vom Philipp. Genau, da sollte man dann auch drauf achten, dass da ein Zugangsweg ist. Baue ich das noch da ein? Dann werde ich noch die Welle im Nachhinein vergrößern. So. Jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem mit unseren Häusern. Ich das hier so hin. Ist jetzt nicht perfekt symmetrisch, aber mein Gott, zum Veranschaulichen gesagt, sollte es dann gehen. So, dann mache ich jetzt alle Häuser weg. Gehe nochmal zurück zum Anfang und Häuser hat er ja nach den beiden Lagern platziert, genau. Die mache ich dann einfach hier am Rande hin. Oh, verdammt. Eins, zwei, drei, drei, vier, acht. Und dann würde ich sagen, mache ich da noch zwei hin, haben wir zehn. Die letzten zwei. Ja, mache ich die dann noch da hin. Genau. Müssen wir noch die kleinen Wellen überarbeiten, dass das wenigstens da ein bisschen schick ist. So, genau. Dann löschen wir die wieder. Das kann generell alles gelöscht werden. Die Zinnen können auch gleich gelöscht werden.
Kleiner Wall. Oder, nee, ich mache das jetzt anders. Ich mache doch hier den, den vollen, die langen Zinnen durchgängig. Weil die kleinen Wälle sind sowieso nicht zugänglich. Da müsste ich eine Mauer runterführen, um die erreichbar zu machen. Aber ich werde da sowieso keine Truppen stationieren, deswegen. So. Genau. Da wäre jetzt also die fertige Burg. Wobei mir jetzt gerade noch auffällt, wir haben da doch noch recht viel Platz da innen drin. Was könnte ich da noch reinmachen? Ich könnte da jetzt doch noch zwei Bogen. Ja, ich denke, ich mache da noch zwei Bogenschützen rein. So Bogenmacher. Die sind zwar jetzt ein bisschen weit entfernt vom Lager. Haben deswegen ein bisschen größeren Produktionsweg, aber ja, das ist der Marschall, der ist ja nicht so produktiv. Das geht schon. 1, 2. Ja, gut. Dann kommen noch die Einheiten drauf. Und hier ist es jetzt auch wichtig, die Spawnpunkte so platzieren, wie sie auch wichtig sind. Das heißt, ich sage jetzt zum Beispiel, diese zwei Türme sind besonders wichtig. Die sollten am besten als erstes bemannt werden. Deswegen platziere ich jetzt den ersten Spawnpoint, also da, wo als erstes die Bogenschützen hingeschickt werden, auf diesen Turm. Den zweiten mache ich auf diesen Turm. Den dritten aufs Torhaus. Und dann mache ich mal noch ein in das Eck, noch ein in dieses Eck, dann noch mal ein hier, noch mal ein hier. Wie viele haben wir dann überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also drei haben wir noch übrig. Ja, dann würde ich sagen, noch ein hier hin und dann noch zwei dahin. Genau. Was man jetzt natürlich noch beim Marshall machen kann, das setzt ja ab und an Tribocke ein. Also defensive Tribocke mache ich da einfach mal an jeder Seite eins hin. Und die schütze ich jetzt noch durch ein paar Mörderlöcher, dass die nicht so easy weggefahren werden können. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, der Marschall setzt normalerweise keine Mörderlöcher ein. Ja. Einige sehen das dramatisch, wenn man andere Sachen einsetzt, wo die KI im Normalfall nicht einsetzt. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht so dramatisch, aber ist natürlich Ansichtssache. So, jetzt speichern wir das Ganze ab. Hierbei ist es ganz wichtig, auf F1 zu gehen. Genau. Niemals auf Escape gehen, weil würdet ihr auf Escape gehen, da würdet ihr das ganze Programm beenden, es wäre nichts gespeichert und das wäre ziemlich deprimierend. So, ich nenne ihn jetzt einfach mal Marshall 10, ist eigentlich egal wie. Ich würde ihn halt trotzdem eine Nummer geben, wo nicht von 1 bis 8 geht. Genau. So, dann können wir den Editor verlassen. Können dann in den Ordner Villages gehen vom AIV-Editor und dann nach unserer Burg suchen. Da ist er. Marschall 10. Den kopieren wir dann.
und fügen den dann in unseren Ordner ein, von Stronghold Crusader in den AIV-Ordner. So, dann haben wir den da drin. Jetzt ist das Problem, wir haben natürlich noch die 8 ja, standardmäßigen drin, aber wir wollen ja jetzt, dass er nur unsere Burg baut. Das heißt, wir markieren uns von 1 bis 8 alle Vanillaburgen, drücken STRG und X, um die auszuschneiden und platzieren die, keine Ahnung, könnt ihr euch in den extra Ordner einfügen oder auf den Desktop, so wie ich es gerade gemacht habe. Genau. Und im nächsten Schritt, also wir haben jetzt quasi nur noch diese eine Marschallburg drin. Und diese müssen wir jetzt umbenennen von einer Nummer, die total egal ist, also von 1 bis 8, muss sie halt sein. Genau, so. Jetzt kann quasi, wenn wir Stronghold starten, Stronghold Crusader, kann das Spiel, wenn eine Burg vom Marschall gebaut werden soll, muss immer diese Burg gebaut werden. So. Und genau, ich würde mich sagen, wir sehen uns dann in-game, wenn wir die Burg austesten. So, dann wären wir auch schon in-game. Ich habe jetzt Stronghold gestartet, habe mich mal in ein Team mit dem Marschall gesetzt und ihm einfach mal die Ratte als Gegner zugeordnet. Genau, wir schauen jetzt mal, wie er das aufbaut. Ich habe jetzt mal 10.000 Gold, dass es auch entsprechend schnell geht. Da legt er auch direkt los. Eure Beliebtheit sinkt. Das mit der Beliebtheit sinkt, ist mir eigentlich relativ egal. Ich platziere mal trotzdem Kornspeicher. Das schaut doch bis jetzt nicht mal schlecht aus. Ich würde euch allgemein den Rat geben, immer beim Testen gut aufzupassen, weil es kann ja immer mal vorkommen, dass man sich da einen Fehler erlaubt hat. Er baut es auf jeden Fall zügig auf. Und euch ist vielleicht jetzt auch schon aufgefallen, er hat jetzt die Zinnen gebaut, bevor er die Türme gebaut hat. Obwohl wir das ja anders eingestellt haben. Liegt daran, weil die KI Zinnen kostenlos bauen kann. Und wenn sie keine Steine drin hat für die Türme, tut sie in der Zwischenzeit halt einfach die Zinnen aufbauen und halt noch warten, bis Steine reinkommen für die Türme. Der Burggraben wird auch schon angezeigt. Das ist sehr gut. Okay, ich muss sagen, was ich hier gemacht habe mit den niedrigen Zinnen, das sieht am Schluss ein bisschen verkrüppelt aus. Das hätte ich im Nachhinein lieber nicht machen können. Könnte ich jetzt natürlich noch Wir abändern. werden überfallen. Eure Aber Beliebtheit ja. steigt. Eine Nachricht der Ratte. Habt ihr Angst? Die Streitmacht von dem Fuß wird euch hinwegfegen wie eine Fliege vom Brot. Oh je, jetzt habe ich Angst. Nee, also anscheinend, man sieht, die Burg läuft. Es werden keine Burgen, keine Gebäude abgerissen. Macht, was er soll. Dann kann man sie sich auch noch ein bisschen von der Seite ansehen. So, die erste Dinge hat er auch schon gebaut. Ich gehe einfach mit meinem Lord mal hier Eure rüber. Befehle? Zum Marschall. Eine So. Nachricht der Ratte. Womit habe ich das verdient? Ich hätte euch vernichten sollen. Ja, ich lasse jetzt noch ein bisschen schneller laufen, um zu sehen, wie Eine die Nachricht Burg der Ratte. fertig ausschaut. Das kann sich ja auch noch ändern. Vielleicht ist er auch schon beim Maximum an. Na, was meint er, was ist der da? Nee. Der lässt sich einfach ein bisschen Zeit, bis er die positiven Dinge baut, anscheinend. Eine Nachricht der Ratte. Ach gut, das Spiel ist jetzt zu Ende. Bitte, Aber
Ich glaube, ihr habt verstanden, wie das Prinzip ist. Er hätte da noch die restlichen positiven Dinge aufgebaut und dann wäre die Burg sowieso schon fertig. Genau, ich hoffe, euch hat das Tutorial jetzt gefallen. Wenn ihr noch Fragen zum Editor habt, dann könnt ihr sie einfach in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und man sieht sich dann hoffentlich am Wochenende, wenn es wieder ganz gewohnt mit dem KI-Turnier weitergeht. Bis dahin, ciao, ciao.